So, Leute, da sind wir wieder bei Chrono Trigger. Im letzten Part haben wir das Masamune Frog übergeben und gehen jetzt in die magische Höhle. Das ist immer noch... Okay, immer noch durch ein Geheimnis versiegelt. Und jetzt hauen wir den Viecher nur auf die Fresse. Frog haben wir gerade eben noch Wasser beigebracht. Im letzten Part. Jawohl, und 26 Schaden ist überhaupt nicht. Überhaupt nichts. Also müssen wir das wieder auf die altmodische Art lösen. Vielleicht kriegen wir die Vampire auch ohne Zauber durch. Alles Zauber mittlerweile. 123 dafür nicht. Frog? Jawohl. Übertreib doch mal. Und raus. 167 Erfahrungspunkte, Technikpunkte, Gold. Alles da. Wow. Wer seid ihr? Wo kommt ihr jetzt alle her? Zahlt euch allen auch mal auf den Latz zu hauen. Leider mit Magie. Da steht normaler Angriff. Bringen gegen euch. Müssen wir das Magie lösen. Zack. Der erste down. Der zweite geht jetzt auch down. Nachdem wir noch ein paar Mal was passiert haben. Und Frog mit dem Riesenblubber und weg. Einfach Feuer und zack. Chrono nochmal und dann haben wir auch das problemlos geschafft. Ach, ich darf nochmal. Oh, da fehlt noch einer. Entschuldigung. Wie konnte ich dich nur vergessen? Also, blub. Und tschüss. So. Haben wir's. Gold. Keine Level. Ah. Es werden ja immer mehr. Es werden immer mehr. Gewitter. Attacke und Feuer. Auf den anderen. Okay. Zack. Down. Den nächsten auch noch. Und dann legen wir los. Man macht in letzter Zeit immer wieder Randale. 5 Minuten Stream, dann nichts. 5 Minuten Stream, dann nichts. 5 Minuten läuft, dann nichts. Naja. Was soll's? Wir kriegen das ja auch so. Erfahrungspunkte, Technik, Gold. Alles da. Wunderbar. Und. Notiz. Mit Blut geschrieben. Oh. Der Jongleur im Markus' Schloss. Angriffe stärken seine Verteidigung. Die Verteidigung oder die Elemente? Markus' Schloss. Was kann nur... Fledermäuse. Und es wird düster. Das kann anscheinend nur das Schloss vom guten Magus sein. Mit einem riesigen Drachen. Alles klar. Magus' Schloss. Magus. Sag ist, weil es ja mit S, weil es ja ein S hinter einem S ist. So. Was gibt es hier? Das dürfte nur ein Fenster sein. Kein Ton, kein gar nichts. Keine Jumpscares, sondern einfach nur ein Gang da. Oh, wer bist du? Ha, ha, ha. Okay, und was mit dir? Hm. Darf ich das öffnen? Danke. Ein Etamet. Alles klar bei euch? Wir wollen spielen. Wir wollen spielen. Und du? Ha. Okay, alle verzweifelt, oder was ist hier los? Wir gehen weiter hoch. Ein Thron. Etamet. Eine Unterkunft. Ein Schwert obendran, mit dem wir nichts machen können. Die Fledermaus regt mich leicht auf. Warum folgt die mir die ganze Zeit? Warum folgt mir diese Fledermaus die ganze Zeit? Und was in aller Welt ist hier los? Okay, gehen wir mal da rein. Vielleicht gibt es da noch was. Unser Schatz. Ah, wir wollen spielen.
Ach, die haben ja ihren Spaß. Und du? Wenn das nicht Luca ist! Ja, ist sie. Hast du nicht gesagt? Moment. Frog, euch geht es gut. Hast du nicht mehr zu sagen? Chrono! Aber warte, was? Warte, nochmal. Nochmal. Also damit hast du deine Zeit seit dem Fest vergeudet. Ich war schrecklich besorgt. Was macht meine Mutter hier? Irgendwas ist hier doch etwas faul. Und mit etwas meine ich, es stinkt zum Himmel. Oh. Ein Speicherpunkt. Ozzy! Ozzy ist das gewesen. Willkommen, Glenn. Oder sollte ich Surfrock... Oder sollte ich dich Surfrock nennen? Och, du hast wieder ein paar Zirrusse mitgebracht. Marc ist gerade sehr beschäftigt. Du musst es wohl mit mir aufnehmen. Und dem Schwertkämpfer Slash und Flair, dem Magier. Und? Du musst alle 100 Monster in Marcus' Schloss besiegen. 100? Vermindert LP. Au. Also greifen wir die besser mit Feuer an, da die ja was aushalten. Sehe ich das richtig? 100 Monster, ja. Gut, dass wir noch Items bei haben und die nutzen können. Ansonsten wäre das ein Problem. Jo, greift den Vampir an. Zack. Gut, dass Chrono die mit einem Schlag down bekommt. Ich soll schon den Vampir angreifen, das ist schon richtig. Jetzt mit Feuer. Danke. Der ist down. Und Gewitter. Zack. Sind das jetzt wirklich 100 Monster, die ich allesamt besiegen muss? Der überlebt. Oh, und ich kann ja auch was am Mund schlagen. Cool. 488, 12 Stechpunkte. Das waren aber verdammt viele EP. Moment. Das war kein Speicherpunkt, ja. Das heißt. Mal gucken, eben schnell. Ein bisschen MP auffüllen, ne? Bei Chrono und Luca zumindest. So. Ich habe aber keinen, beide heilen kann. Tanz! Tanz! Denn heute Nacht wird unser Anführer geboren! Ah, hier kommen die Opfer! Okay. Ich schnapp mir erstmal die Zombies. Und Luca haut wieder den Feuerangriff raus. Und. Null. Oh, Chronos ausgewichen. Sehr schön. Okay, also bringt Feuer anscheinend nichts. Was ist denn mit Gewitter? Null. Okay, also komplett resistent gegen Magie oder nur solange die Dings da sind? Luca testet diese Theorie mal. Okay, komplett immun gegen Magie. Alles klar. Gut zu wissen. Todesstoß? Oh, oh. Nein, das machst du nicht. Du kommst nicht zum Todesstoß. Ganz blöde Idee. Ganz, ganz blöde Idee. So. 70 Erfahrungspunkte, 50 Punkte, 415 Gold, Ether. Das sind wirklich 100 Monster, die hier auf mich warten. Bitte mach, dass es aufhört. Erlöst mich von diesem Elend. Nur ein Narr wird etwas töten wollen, das schon tot ist. Menschen. So. Erstmal schnappen wir uns den oder Chrono alleine. Auch gut. So, die greifen noch ein bisschen an. Frog darf einmal und wir geben den allen samt den Gnadenstoß. Habt ihr mitgezählt, wie viele Monster das waren? Wir hatten, ich glaube, 16. Ob das wirklich genau 100 sind?
Das heißt, wir bräuchten ungefähr 20 Kämpfe. Circa. Geschätzt, wenn wir jetzt von 5 Monstern pro Kampf ausgehen. Wären es wirklich 100? Wenn diese Theorie wirklich stimmt. Wir sind jetzt bei 15. Das sieht gruselig aus. Das sind Kraftpillen. Ach, erhöhen dauerhaft Angriff und Abmagie. Das geht natürlich an Chrono. Habe ich noch irgendwas Gutes bei? Offenbar nicht. Außer vielleicht ein Tonic Med. Das bringt mir nichts. Ich sollte mir definitiv einen Heiler mitnehmen. Ach, den kann ich auch nicht heilen. So. Bitte helft mir! Erlöst uns von diesem Elend! Da sind sie. Verwandeln sich in Zombies. Oder Abberufene, wie auch immer ihr möchtet. Komisch an Abberufen. Egal. Erstmal alle downhauen. Zack. Den nächsten Angriff. Damit sind wir bei 20. Au. Ich habe immer noch keinen da, der heilt. Ich sollte mir definitiv... Frog kann ich ja nicht ersetzen. Luca durch Male oder durch Robo. Aber höchstwahrscheinlich durch Male ersetzen. Gold, weil Kraft kann ein bisschen... Wie seid ihr denn an meinen Leichenfreunden vorbeigekommen? Bist du der Magier? Lang ist's her, Sir Slash. Heilungsobjekte aus. So. Bosskampf? Slash heiße ich, du Schleimbeutel. Immer noch so witzig, was, Glenn? Wäre Cyrus das letzte Mal nicht da gewesen, würdest du jetzt anders gehen. Du hättest auch einer von diesen Knochenmännern werden sollen. Okay, dann greifen wir mal an. Steigert sich die Verteidigung wirklich? Sieht bisher nicht so aus. Angriff, Angriff, Angriff! Au, au, au. Und X-Schlag! Komm! Kombo! 400. Schaden. Zack. Mach ich X-Schlag. Au. Und nochmal. X-Schlag! Ein bisschen aushalten tut er. Aushalten tut er ja. Und nochmal. X-Schlag! Wie viel Leben hast du denn? Angriff, Angriff, Angriff! Bam. Okay, und Frog hat's erwischt. Stört mich immer nicht sonderlich. Zack. Und nächster X-Schlag. Zack. Au. Ein Tonic mit Chrono und der nächste X-Schlag. Oh, das letzte, das ich habe. Zack. Komm, geh down. Und dann jetzt kommt Luca. Zack. Einmal auf die Nase. Und Feuer mal ausprobieren. Gucken, was Feuer so an Schaden macht. Au. Ach, da ist er down. Okay, machen wir jetzt. Das wird mir verdammt gut tun. Und diesmal ist kein Cyrus da, der dich beschützt. Ihr wagt es, euch mir entgegenzustellen? Okay, er ist noch nicht fertig. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, die Hälfte scheint schon down zu haben. Jetzt will ich aber wissen, wie viel Schaden Feuer macht. Nicht mehr als ein normaler Angriff. Au! Zack! Okay, ich glaube, das kriegen wir so nicht hin. Ja, das kriegen wir so nicht hin.
ein, Alter. Notiz an mich. Einkaufen. Also, einkaufen, Luca ersetzen und wieder zurückkommen. Ich sag mal bis gleich, ne? So, Leute, da sind wir bei Teil 2. Und den werde ich jetzt mal ausnutzen. Jetzt habe ich hier auch bestimmt schon seit Male dabei. Wie gesagt, gehe ich jetzt erstmal zum Heilen nutzen. Das wird so wesentlich, wesentlich einfacher. Ich notfalls auch noch auf die, auf den Aura-Wirbel zurückgreifen kann. Äußerst aushelfen wird. Dass ich mich bewegen kann. So sagen kann, Chrono, geh mal da hoch. Jetzt nehmen alle Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Aber egal. Alles machbar. Ich habe ja Kraft als Heilung. Der macht so wenig Schaden und Maler heilt so sehr, weil ich dir jetzt das Magieband gegeben habe. Das kriegt die auch mit einer ganz normalen Aura hin. Nur aufpassen, dass irgendwann nicht die Mana ausgehen von den ganzen X-Schlagen. Heilen. So, Frog. Erlebt das hoffentlich. Wenn ich jetzt noch einen X-Schlag raushaue. Dafür. Ja. Zack. Einmal heilen. Das hat's gebracht. Nächster X-Schlag. Au. Oder doch eher die Belebung, von der ich übrigens auch eingekauft habe. Wie ihr sehen könnt, dann 111. Einmal kurz heilen. So, Frog darf mal so draufhauen. Chrono genauso. Das gleichen wir gleich wieder aus. Kraft. Wollen wir nicht sterben. Rock 1, der kratzt mich auch gleich ab. Ein Tonic Meat. Oh, das ist Frog. Das ist wirklich. Das ist nicht wirklich. Kraft für dich selber. Genau. So passt. Wir sollten alle wenigstens ein wenig überleben. Und jetzt können wir den X-Schlag raushauen! Jawohl. Chrono. Mal Chrono heilen. Male ist gleich wieder dran mit der Heilung. Und dann haben wir es. Anstrengend. Falls Chrono nicht sterben sollte. Zack. Okay. Auf sich selbst. Danke. Das ist kein Problem. Frog braucht dringend Mana. Oh, er rastet aus. Na, dann wird er bestimmt nicht mehr lange leben. Dann lebt er nicht mehr allzu lange. Gehe ich mal von aus. Hoffe ich mal. Nein! Toll. Belebt den Mana. Und heilt ihn direkt danach. Oh Mann, das hat gesessen. Das auch. Ich glaube, das ist ja auch erwürgen. Mal wieder Zeit für ein wenig Heilung Deluxe für alle. 130, sehr schön. Zack. Ich gehe mal down. Nicht sterben, Frog. Alle fit. Jetzt können wir uns wieder den normalen Sachen, den normalen Schaden, der normalen Heilung und so beschäftigen. Ha! Aua. So. Ach, er kontert.
Oh oh. Rock stirbt schon mal. Er kontert jetzt. Okay. Belebung. Einmal beleben. Alles klar, er kontert. Gilt das auf den magischen Attack? Chrono tot. Beleben. Du Drecksack! Wie stark ist der denn? Der ist ausdauernd. Und Chrono tot. Wage es nicht jetzt irgendeinen Scheiß zu machen. Ich will erstmal Chrono heilen. Ganz wichtig. Danke. Das geht schon mal durch. Jetzt kommt bestimmt wieder der Angriff. Scheiße. Objekt. Atomic Meat für sich. Und eis ihn mal ein, um die Theorie auf die Prüfung zu stellen, dass Magie ihn nicht kontern lässt. Schaden! Das ist scheiße! Das ist extrem scheiße. Na komm. Kein Mana. Ja. Kraft für sich. Ah, ist down! Er ist down! Chrono wird aufgestuft. Mana wird auch aufgestuft. Unfassbar! Aber da ich es Magus nun einmal schuldig war, bereue ich keine Minute. Er ist down. Ein Schlitzer. Oh, ist der für Chrono? Geschwindigkeit plus 2. Großartig. Oh, sofort. Und da kann ich endlich speichern. Endlich, meine lieben Leute. Eine Unterkunft. Dringend benötigt. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part Chrono Trigger in des Magiers Schloss. Safe State und bis dann.